Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es um die Analyse eines älteren Interviews mit Markus Pretzell. Der Inhalt, worum es in dem Interview geht, ist weniger interessant, sondern vielmehr interessant ist, wie Pretzell und die beiden anderen Herren auf die Interviewerin reagieren. Ich hatte ja im Interview mit Jörg Meuthen moniert, und euch ist das ja auch aufgefallen, dass Meuthen Maischberger alles hat durchgehen lassen. Dass Maischberger die AfD negativ framed und die AfD und eigentlich auch ihn erniedrigt und er immer freundlich bleibt. Und dass das eine Katastrophe ist und dass ihm das anscheinend nicht auffällt. Dass also Meuthen es auf der einen Seite sehr gut gemacht hat, die AfD positiv darzustellen und auch seine eigene Arbeit beleuchtet hat mit der Unvereinbarkeitsliste und wie er also probiert, dafür zu sorgen, dass die AfD nicht unterwandert wird. Aber dass er dabei eben vergisst, dass das allein eben nicht ausreicht. Weil die Leute sich denken, wenn er so nett reagiert, dann sind die Fragen von Maischberger und diese ganzen Anwürfe, die AfD wäre rechtsradikal, diese beständige Erniedrigung und Hetze, dass sie berechtigt sind. In diesem Interview mit Markus Pretzell machen es die Interviewten meiner Meinung nach deutlich besser. Also vielen Dank nochmal an den Nutzer Ludwig Almanach, der mir im Kommentarbereich von dem Meuthen-Interview mir diesen Link geschickt hat. Das ist wirklich ein sehr interessanter Link, meiner Meinung nach. Schauen wir uns das Video an. Und ich habe angekündigt, Partei und Fraktion zu verlassen. Ich sage aber ausdrücklich, das hat nichts mit der Fraktion hier zu tun, sondern im Gegenteil, ich muss mich heute auch für die vergangene Zusammenarbeit wirklich bedanken. Die hat hier ausgezeichnet funktioniert und ich verlasse die Fraktion durchaus mit einem weinenden Auge. Sondern was mich zum Austritt aus der Partei und damit auch aus der Fraktion bewegt, ist eine Entwicklung der AfD, die ich etwas anders einschätze als unter anderem auch meine beiden Kollegen hier. In Nordrhein-Westfalen wird sich gar nichts ändern. Und schon gar nicht wird sich das hier in der Fraktionsarbeit etwas ändern. Wir werden den Weg weitergehen. Aber die Entwicklung in der Gesamtpartei ist eben recht unterschiedlich. Und da hat Herr Pretzell eben eine gewisse Vorstellung, die ihn dazu veranlasst hat, den Fraktionsvorsitz niederzulegen, die Fraktion zu verlassen. Und wir teilen durchaus das eine oder andere, was die Diagnose angeht, glauben aber, dass der therapeutische Weg anders gegangen werden muss. Und deswegen bleiben wir in der Fraktion und arbeiten nach wie vor gemeinsam weiter für die Realpolitik. Wollen Sie nicht dazugehören zu den grölenden Höckes und den Gaulands, die Frau Merkel jagen wollen, um das deutsche Volk wieder heimzuholen? So, hier haben wir jetzt den unverschämten Anwurf von der Reporterin. Und das ist der typische altbekannte Trick. In die Frage wird eine Unterstellung verpackt und jetzt muss der Interviewer aufpassen. Wenn er jetzt mit Ja oder mit Nein antwortet, dann akzeptiert er für den Zuhörer die Unterstellung. Das heißt, die einzige richtige Antwort ist jetzt hier auf diese Unterstellung einzugehen. Und das ist ja hier eine massive Erniedrigung, die sie gemacht hat. Mit Pöbel, Gauland, Höcke und so weiter und so fort. Also das ist, diese Frage ist wirklich sehr schlimm. Schauen wir, wie Pretzell reagiert. Ach, wissen Sie, das sind so Fragen, die Sie stellen, die mich überlegen lassen, ob es nicht vielleicht Sie sind, die genau zu einer solchen Radikalisierung der Gesellschaft beitragen. So ist es. Ganz maßgeblich. Und jetzt macht er es eben genau richtig, im Gegensatz zu Meuthen. Er beantwortet die Frage nicht, sondern lenkt die Aufmerksamkeit auf die Frage von der Moderatorin. Allein, dass er die Aufmerksamkeit darauf lenkt, dass der Zuhörer, der Zuschauer eben sich nicht gedanklich beschäftigt mit Höcke und Gauland und diesen Frame sozusagen verinnerlicht, ah ja, das sind Pöbler. Weil allein diese Moderatorin etabliert ja einen Frame dadurch, dass sie da einfach behauptet, Gauland, Pöbler und so weiter und so fort. Und er stellt jetzt sofort diesen Frame in Frage. Und richtet die Aufmerksamkeit darauf, dass das Vorgehen von der Journalistin nicht redlich ist. Der WDR ist da leider sehr weit vorne, weil auch Ihnen leider die Fähigkeit zur Differenzierung völlig abgeht. Was bedeutet? Und das ist jetzt ein Fehler,
Er behauptet, ihr würdet die Fähigkeit zur Differenzierung abgehen. Das ist natürlich erstmal, also erstmal spricht er es an, dass sie nicht differenziert, was gut ist. Aber indem er ihr die Fähigkeit abspricht, entschuldigt er es, was sie macht. Also sozusagen, er stellt es so hin, ja, sie ist zu doof zu differenzieren. Und dadurch entschuldigt er die Journalisten, naja gut, es kann halt nicht jeder so intelligent sein wie ich oder wie wir und deswegen, ja, kann euch das passieren. Es ist aber natürlich in Wahrheit so, dass sie ganz bewusst nicht differenziert. Das machen die Altparteien und die Medien ja ganz bewusst, dass sie nicht differenzieren, sondern dass sie einen braunen Topf aufmachen, den sie kreieren, indem sie Statements so drehen, dass sie nazihaft erscheinen oder dass sie das so interpretieren, dass sie also die Interpretation voll ausnutzen, dass sie sagen, ich interpretiere das jetzt als nazihaft, dann machen sie einen braunen Topf rein und dann werfen sie alle, die AfD wählen oder die der AfD angehören, wählen sie in diesen Topf mit rein, werfen sie in diesen Topf mit rein. Das ist ein absolut bewusstes Vorgehen und das machen sie ja ständig so. Und da muss er eigentlich ansprechen, dass das Absicht ist und nicht, dass ihr die Fähigkeit abgeht. Aber immerhin ist es gut, dass er es überhaupt anspricht. Trauliches. Okay, ein bisschen Medienschelte muss immer sein, ist klar. Nee, es geht nicht um Medienschelte. Es geht um eine Frage, ob ein Mensch, und Sie sind ein Mensch, ob Sie differenziert solche Dinge analysieren können. Und Sie sind nicht differenziert, sondern... Jetzt hat sie den Begriff Medienschelte benutzt. Da macht der ältere Herr später noch einen sehr guten Kommentar dazu. Und das ist auch wieder so ein wertender Begriff, Medienschelte. Nicht Kritik, sondern Schelte. Das heißt, sie akzeptiert keine Kritik. Und also sagen, wenn Kritik ihr gegenüber kommt, dann ist das Schelte. Das zeigt schon, was für einen unverschämten, undemokratischen Anspruch diese Frau hat. Also man darf sie nicht kritisieren. Oder was die Medien machen, ist alles gut. Medienkritik ist nicht erlaubt. Sie bedienen letztlich Klischees. Und das ist in Ordnung, das machen Medien häufig. Aber es nützt nichts, weil sie damit... Jetzt ist es sehr gut, dass er das anspricht, was sie macht. Dass sie Klischees bedient. Dass er dann sagt, das ist in Ordnung, das ist eigentlich überflüssig, weil es ist natürlich überhaupt nicht in Ordnung. Und es ist auch ein Wort, das nichts bringt. Er hätte diese Zeit... Er hat ja nicht unbegrenzt Redezeit, hätte er noch besser nutzen können, um eben die Aufmerksamkeit noch mehr drauf zu lenken, was hier passiert. Aber ganz wichtig ist, im Gegensatz zu Meuthen, dass er das überhaupt die Aufmerksamkeit darauf lenkt. Das tun, was Sie der AfD und anderen Parteien vorwerfen. Und Sie sind diejenigen bei den Medien, und zwar gerade beim WDR, die maßgeblich zur Entwicklung der AfD beigetragen haben, die maßgeblich zu diesem Wahlergebnis beigetragen haben, denn jede dieser Fragen, die Sie... Auch wieder doppelt, also es ist sehr gut, dass er eben beleuchtet, dass Sie genau das machen, was Sie der AfD vorwerfen. Das ist ja auch interessant, weil wie kommen Sie denn überhaupt auf die Idee, kann man sich fragen. Und auf die Idee kommen Sie natürlich dadurch, dass Sie es von sich selbst kennen. Sie wissen, was Sie selber machen. Weil man muss ja erstmal überhaupt auf die Idee kommen für so einen Vorwurf. Das ist völlig naheliegend. Ja klar, sie werfen den Leuten genau das vor, was sie Negatives bei sich selbst kennen. Sie stellen und die sie senden, bringt noch mehr Leute auf die Palme und dazu, über ihren Schatten zu springen und am Ende Dinge zu wählen, von denen sie selbst gar nicht überzeugt sind. Sie sind es. Ja, glauben Sie mir. Ja, ist okay. Wir können nicht anders, wenn ein Spitzenkandidat sich nach einer Wahl... Die Behauptung, dass das Vorgehen der Medien die AfD stark gemacht hat, teile ich jedoch nicht. Vielmehr ist es die völlig verrückte Politik der Regierung, die eigentlich eine Partei wie die AfD zwangsläufig macht. Und das Irrsinnige ist ja, dass die Altparteien es trotz ihrer völlig, meiner Meinung nach, völlig verrückten Politik es immer noch schaffen, die AfD bei nur 15% zu halten. Also diese Analyse, dass die Medien mit ihrer hetzerischen Art der AfD helfen, das halte ich für höchst fragwürdig, sondern im Gegenteil, die ganzen Mitläufer werden, und das sind viele Leute in der Gesellschaft, sind Mitläufer, werden davon abgeschreckt, AfD zu wählen. Das ist ganz, ganz wichtig, also ganz verhängnisvoll für die AfD und diese ganze Ausgrenzung.
selbst gar nicht überzeugt sind. Sie sind es. Ja, glauben Sie mir. Ja, ist okay. Wir können nicht anders, wenn ein Spitzenkandidat sich nach einer Wahl äußert, bestimmte Äußerungen. Das können Sie aber anders formulieren. Genau, sie probiert jetzt weiterhin den Frame zu setzen, ja, hier die AfD, ihr seid die Pöbler, in so einem, ja, besserwisserischen, arroganten Tonfall. Und er akzeptiert aber diesen Frame nicht. Also er akzeptiert ihre Art nicht. Und das ist so wichtig, dass er das nicht akzeptiert und dagegen redet. Nochmal, das war, Sie haben eben von gröhlenden Höckes und Gaulands und sonst was geredet. Wissen Sie, versuchen Sie zu differenzieren. Versuchen Sie, das vernünftig zu betrachten. Sie können nicht aus Ihrer Haut, ich verstehe das. Die Gröhlen nicht? Nochmal. Die Gröhlen nicht, nochmal. Gaulands und Höckes? Nochmal. Wissen Sie, das ist wenig sachlich. Und da werden Sie von mir zu solch undifferenzierten Fragen keine vernünftige Antwort bekommen, auch jetzt nicht. Also ich vielleicht darf nochmal... Das ist sehr gut, dass er sich nicht darauf einlässt, sondern dass er gleich sagt, dass es nicht sachlich ist. Dass er sich auf dieses, dass er nicht dann irgendwie wieder das Thema darauf lenken lässt, ah ja, hier die AfD, hier hat er vielleicht das nicht ganz richtig gesagt und das nicht ganz richtig gesagt. Dann kommt wieder diese Unausgewogenheit, diese Themenunausgewogenheit. Und das wollen ja diese Leute. Die Leute wollen das Thema spielen, AfD ist rechtsradikal und wollen die schwächen, wollen unbedingt das Augenmerk des Zuschauers oder des Zuhörers auf die Schwächen der AfD lenken, dass sie sich gedanklich damit beschäftigen. Und Prezell macht es richtig, dass er das nicht zulässt. Dass er eben sagt, dass diese Frage ist unsachlich, das ist unausgewogen. Und dann sagt er aber wieder so unnötige Sachen, sie können nicht aus ihrer Haut oder irgend sowas. Sie kann natürlich sehr wohl aus ihrer Haut. Also vielleicht, natürlich liegt es vielleicht an ihrem Arbeitgeber, dass sie dann entlassen wird. Aber boah, ich spüre schon bei dieser Frau so eine Grundaggressivität. Also die macht das, glaube ich, auch gerne. Diese Journalisten, die machen das auch gerne. Die sind einfach so. Also vielleicht ist auch ein bestimmter Menschenschlag, wird vielleicht auch gern Journalist. Und es ist natürlich auch so, ich habe ja auch schon mal ein Video darüber gemacht, über die Ursache, warum ausgerechnet Journalisten so sind, wie sie sind, eben so bösartig oft. Und dass das in dem Beruf begründet liegt. Dass sie eben immer zu hochrangigen Personen aufschauen müssen und sich die ganze Zeit damit beschäftigen müssen, wie andere wichtiger sind als sie. Und wo klar ist, dass sie nie so wichtig sind. Wobei es natürlich so ist, dass es bei anderen Berufen auch so ist, aber andere bekommen das nicht so vor Augen geführt. Und die haben vielleicht auch ein Handwerk gehabt, trotzdem mehr Stolz, wenn er irgendwie einen Tisch baut. Oder wenn jemand irgendwas schafft, dann hat er einen Stolz darauf. Das ist aber vielleicht noch, das ist nicht so schlimm, als wenn man immer nur sich sozusagen mit diesen ganzen Leuten, die wichtiger sind als man selbst, auseinandersetzen muss und dann immer die Nachricht verbreiten darf, wie wichtig andere sind. Und man eben selbst weiß, ja, ich bin unwichtig und die anderen sind wichtig und ich muss jetzt dauernd sagen, die anderen sind bedeutend und wichtig. Aber schauen wir jetzt weiter das Interview. Jetzt kommt der ältere Herr und der macht das jetzt ganz ausgezeichnet. Erstens mal ist es ein gutes Recht, andere zu kritisieren. Nur wenn man die Medien kritisieren, heißt es dann Schelte. Das finde ich nicht in Ordnung. Auch sie müssen sich gefallen lassen, kritisiert zu werden. Denn Kritik führt dazu, dass man vielleicht auch mal zur Besinnung kommt und über sich nachdenkt. Das gilt für Politiker, das gilt aber auch für Medien. Zweitens, hier hat nach der Diskussion über die Regierungserklärung zum Abschluss ein Minister gesprochen und hat uns bezeichnet als diejenigen, die aus der Gosse kommen und geifern. Ich habe nicht wahrgenommen, dass das von Ihnen aufgenommen worden ist. Es gab keine einzige Rede. Und hier macht er ganz wichtige Punkte. Also erstmal hat er das aufgegriffen mit der Medienschelte. Da hat er gut aufgepasst und eben festgestellt, dass wenn die Medien kritisiert werden, dass es dann Schelte ist. Also dann wird dann so ein negatives Wort benutzt und wie ungehörig das eigentlich ist. Das hat er dargestellt und dann hat er auf die Ausgewogenheit verwiesen, dass eben die anderen sich benehmen, wie die Sau, also so schrecklich benehmen im Bundestag die ganze Zeit, aber auch bei allen möglichen Anlässen, auf unterstem Niveau sich äußern und beleidigen und dass die Medien darauf gar nicht achten, darauf überhaupt nicht berichten, das Augenmerk darauf gar nicht lenken, sondern immer nur auf die AfD die Aufmerksamkeit lenken, was natürlich im Endeffekt eine Täuschung ist. Eine Verzerrung, weil dadurch die Realität überhaupt nicht ausgewogen dargestellt wird.
von uns, wo auch nur irgendetwas Unsägliches mitgeteilt worden ist. Was hat diesen Minister veranlasst, uns zu beschimpfen als Leute, die aus der Gosse kommen und geifern? Ich fand das unglaublich empörend. Warum haben Sie das nicht aufgegriffen? Das ist für mich unterste Sohle, unterstes Niveau, aber es wird verschwiegen. Die Bevölkerung im Land NRW erfährt es nicht. Wenn Herr Höcke oder Herr Gauland oder wer auch immer irgendetwas sagt, was uns allen nicht gefällt, was wie ich auch niveaulos finde, wird das skandalisiert und wird also groß in der breiten Öffentlichkeit verbreitet, als ob das die AfD sei. Das ist aber nicht die AfD. Okay, wenn Sie sagen, das ist nicht die AfD. Also das hat er perfekt gemacht. Und jetzt merkt man auch, die Journalistin probiert gleich wieder in die Offensive zu kommen. Also man sieht, sie ist gar nicht überrascht davon, von dem Inhalt. Sie weiß das alles ganz genau. Sie weiß ganz genau, was sie macht. Und sie zeigt überhaupt keine Reue, überhaupt keine Besinnung. Also man sieht hier ganz eindeutig, sie weiß genau, was sie Schlimmes macht. Und probiert gleich wieder in die Oberhand zu gewinnen. Dann distanzieren Sie sich so davon, dass wir alle das hören können. Warum soll ich das immer tun? Ständig verlangen Sie sich das Ganze wird jetzt Ihrem Anspruch hoffentlich nicht gerecht und unserem auch nicht. Insofern würde ich sagen, haben wir Ihnen alles heute auch mitgeteilt, was es dazu mitzuteilen gibt. Herr Prüfer, eine letzte Frage. Nochmal, ich sagte Ihnen gerade, wir haben Ihnen dazu alles. Jetzt merkt sie irgendwie, dass irgendwie gefällt ihr das nicht. Man merkt, jetzt wird sie so ein bisschen fahrig. Und probiert jetzt noch irgendwie, man merkt, das ist hier so ein bisschen unangenehm. Und das ist schon, da haben sie schon viel erreicht. Aber leider sind so Interviews die Ausnahme geblieben. Alles mitgeteilt, was es mitzuteilen gibt. Und Ihnen wünsche ich wirklich auch mehr journalistischen Anspruch. Danke. Das nehmen Sie vielleicht noch als letzte Bemerkung von mir mit zum Protokoll. Ich glaube, wenn Sie, eine Frage ich noch. Ihnen ich glaube, wenn trotzdem. Sie. Nein, ich meine das ganz Nein, ernst. Ich wollte Ihnen erklären, warum. Das ist schon sehr gut, wie er sich jetzt so über sie stellt und sagt, ja hier, du bist, was ja auch stimmt, dass es wirklich niveaulos ist, was sie macht. Aber er stellt halt das so hin, sie kann es nicht besser, aber in Wahrheit könnte sie es natürlich besser. Aber trotzdem, der Frame ist trotzdem gut, dass er sagt, ja wir sind hier niveauvoll, was ja auch die Wahrheit ist und du bist hier niveaulos. Und du bist unsachlich und uns passt jetzt dieses Niveau nicht und wir haben es gesagt. Und wenn du dich vielleicht besser benimmst, dann geben wir dir bessere Antworten. Aber wenn du das so machst wie jetzt, dann haben wir da keine. Jetzt ist gerade die Kamera ausgegangen. Schauen wir nochmal. Ich glaube, wenn trotzdem, Sie. Nein, ich meine das ganz nein, ernst. Nein, ich wollte Ihnen erklären, warum ich diese Frage gestellt nein, habe. Das müssen wenn Sie mir nicht erklären, weil Sie. Jetzt merkt man schon, jetzt probiert sie sich zu erklären. Jetzt ist er in der Offensive plötzlich. Und nicht so wie bei Meuthen, dass Maischberger Meuthen vorführt und sie die Oberhand hat und er hier irgendwie probiert, ihren Ansprüchen gerecht zu werden. Jetzt ist plötzlich, fängt sie an zu sagen, ja, ich wollte doch so und so und so. Weil Sie wirklich, Herr Sie müssen anfangen zu differenzieren. Ja. Das ist Ihre Aufgabe. Und wenn Sie das können, dann werden Sie adäquater Gesprächspartner. Ich habe differenziert und habe Ihnen die... dann werden Sie adäquater Gesprächspartner. Das ist wirklich hervorragend. Also genau das richtige Framing. Du bist niveaulos, wir sind niveauvoll, gib dir mehr Mühe und dann können wir vernünftig mit dir reden. Genauso muss das sein. Frage gestellt, ob Sie möglicherweise die Partei verlassen, weil Sie eben genau nicht mit den Höckes und Gaulands in einen Topf geworfen werden Nochmal, so wollen. Undifferenziert bekommen Sie dazu von mir keine Antwort. Und auch genau... Auch gut, dass er gesagt hat, auf so eine Art und Weise, wie die Frage gestellt wird, so undifferenziert, gibt er keine Antwort. Er muss nicht über jedes Pferdchen springen, das man ihm hinstellt, sondern er kann auch genau so antworten. Er kann so antworten, wie er will. Und wenn man ihm dumm kommt, ekelhafte Framings verbreitet, zu Unterstellungen verpackt, dann muss man, darf man auch nur genau so antworten. Ja, also ich fand das sehr interessant. Also vielen Dank nochmal an den Nutzer, der mir dieses Video geschickt hat. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was euch noch aufgefallen ist und was ich vergessen habe. Und natürlich, wenn ihr noch mehr so Videos habt, dann schickt es mir immer gern. Also macht's gut.